Wir machen jetzt einen fliegenden Wechsel in den Future Talk Nummer 4. Und der schließt sich thematisch sehr gut an das Thema Planet retten, um das es ja jetzt ging, an. Nämlich den Planet retten wir ja vor allem auch für zukünftige Generationen. Um die soll es jetzt gehen. Das Thema des vierten Future Talks ist: Kindern gehört die Zukunft. Und für diesen Talk begrüße ich bei mir auf der Bühne zum einen Serpil Mediatli, stellvertretende Parteivorsitzende, Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz und Magdalena Wagner, Bundestagskandidierende im Wahlkreis Erding-Ebersberg. Schön, dass ihr da seid. Auch hier beginnen wir natürlich mit einer Schlagzeile zum Thema Kindern gehört die Zukunft. Diesmal von Spiegel Online vom 20. April 2021. Und eure Schlagzeile lautet: Corona zertrümmert den Traum von gleichen Bildungschancen. Ist das so? Ist das nicht so? Wir starten mit Serpil. Was sagst du zu der Schlagzeile: Corona zertrümmert den Traum von Bildungschancen? Es ist einfach mal allen sichtbar geworden, dass die Bildungschancen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, entscheidet ja schon ewig lange, wenn nicht über ein Jahrzehnt, Herkunft, soziale Herkunft, über die Bildungschancen von Kindern. Und ich möchte hier explizit, wenn wir über Kinder reden, auch die Kita-Kinder mit einbeziehen. Und jetzt ist uns halt eben sehr, sehr deutlich geworden, was das wirklich heißt, ne? Als die Kids dann nicht in die Schule konnten oder die Kinder nicht in die Kita konnten, keine digitalen Endgeräte hatten, darüber haben wir viel geredet, aber ganz ehrlich, viele haben ja noch nicht mal Netzzugang zu Hause. Es reicht also noch nicht mal zu sagen, hier habt ihr das Pad, sondern da braucht es sozusagen auch noch mal den weiteren Schritt. Und hier wirklich voranzugehen und endlich einen großen Wurf nach vorne zu machen. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass Olaf Scholz gesagt hat, wir brauchen ein neues Kindergeld, wir brauchen eine Kindergrundsicherung, die alle Kinder aus der Armut holt. Und das ist unsere Antwort darauf. Wir wollen nicht mal ein kleines Rädchen drehen und hier 3 Euro Kindergeld mehr, da ein Kinderzuschlag, Notzuschlag, musst du dir mal vorstellen. Ne? Das heißt, da ist eine Not da bei den Kindern und deswegen braucht es diesen zusätzlichen Zuschlag. Das wollen wir ändern. Deswegen wollen wir hier endlich eine Absicherung für die Kinder und Jugendlichen haben, damit sie endlich aus der Armut kommen. Dankeschön. Dario, was sagst du zu der Schlagzeile, dass Corona den Traum von gleichen Bildungschancen zertrümmert? Ich glaube, dass er erstmal thematisch falsch ist, weil das ist das Schlimmste, was ich erlebt habe in der Corona-Pandemie, dass ich immer wieder gehört habe, Corona ist schrecklich für die Bildungsgerechtigkeit und die jungen Menschen haben nicht dieselben Chancen. Und da ist für mich immer ganz wichtig gewesen zu betonen, Corona hat es natürlich sichtbarer gemacht und durch Corona haben wir das alle greifbar erleben dürfen, weil wir natürlich die Kinder gesehen haben mit den iPads, mit den Computern zu Hause. Aber, und das ist das ganz Wichtige, Bildungsgerechtigkeit war noch nie wirklich tatsächlich unabhängig davon, wo komme ich her. Die Eltern, die Frage auch der wirtschaftlichen Unterstützung, aber auch der grundsätzlichen inhaltlichen. Man kann sich vorstellen, jemand, der eben eine Mama oder einen Papa hat, der die Zeit hat, sich noch mal nachmittags hinzusetzen, die Aufgaben durchzugehen, der hat einfach eine ganz andere Bildung als jemand, der zu Hause sich selbst zurechtkommen muss, vielleicht sich selbst auch noch den Haushalt organisieren muss. Und von daher, das ist, glaube ich, das Größte, was wir mitnehmen sollten. Es war ein Beschleuniger und wir haben es noch mal deutlicher uns vor Augen führen können, aber es war eben nicht der Auslöser. Und für mich ist es auch ein ganz großer Punkt, dass wir das wirklich breit fassen, weil es ist natürlich auch so, dass wir nicht nur die Kinder haben, sondern wir haben dann auch noch den weiteren Bildungsweg, wo es dann am Ende darauf ankommt, wie kann man finanziell unterstützen. Das ist ja auch ein großer Punkt. Von daher, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das ein strukturelles Problem ist und eben keins, was jetzt mit Corona gekommen ist und mit Corona auch wieder gehen wird. Danke, Dario. Dann kommen wir zu deiner Reaktion, Magdalena. Ja, also ihr habt ja beide schon gesagt, das Problem ist nicht neu, aber man muss schon ganz klar sagen, es ist noch mal verschärft worden. Also als Lehrerin, wenn ich unterrichte, dann kann ich zumindest die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler sehen. Haben sie gerade verstanden, was ich erklärt habe? Haben sie es nicht verstanden? Das hatten wir im Distanzunterricht jetzt natürlich sehr viel weniger. Also so diese Häs und As, die einfach gefehlt haben. Und ja, das kann man auch nicht aufholen. Und vor allem unsere Klassen, in denen wir unterrichten, die sind so groß. Ich hätte gerne jeden Tag alle meine Schülerinnen und Schüler angerufen und gefragt, hey, hast du verstanden, was wir heute gemacht haben? Aber wenn ich 30 SchülerInnen in der Klasse habe, dann ist mir das einfach nicht möglich. Und Dario, du hast es auch gerade schon gesagt, wer unterstützt werden kann zu Hause, der hat da einfach ganz, ganz krasse Vorteile. Aber ich glaube, wir müssen auch noch einen anderen Aspekt sehen, nämlich
dass in dieser Corona-Krise die Kids natürlich auch viel mehr Sorgen und Nöte hatten. Also Sorgen, schaffe ich das mit dem Lernen? Wie geht es mit meiner Gesundheit weiter? Und das müssen wir auch jetzt einfach noch ganz stark in den Blick nehmen, dass wir die sozialen, die psychischen Folgen für die Kids auffangen. Und da brauchen wir auch viel kleinere Klassen, viel mehr psychologische Unterstützung. Und da ist noch einiges zu tun. Dankeschön. Wir kommen zur Debattenrunde und viele Teilnehmende sehen das sehr ähnlich, wie ihr das jetzt auch gesagt habt. Jutta hat so ausgedrückt, dass trotz Beteuerungen es keine Chancengleichheit gibt und fragt ganz konkret an euch, wann kommen denn die gleichen Bildungschancen, die unabhängig sind von Eltern, Einkommen und Wohnort? Ja. Wann ist es soweit und wie kommen wir dahin? Ich würde vielleicht mal anfangen. Also ich kann leider keine Zahlen nennen, wann wir es endlich geschafft haben, aber ich glaube, es gibt einige Maßnahmen, die da den richtigen Weg ebnen. Also zum Beispiel brauchen wir für alle Kinder in allen Jahrgangsstufen einen Ganztagsanspruch. Und im guten Ganztag geht es nicht nur darum, dass man nachmittags betreut ist, sondern dass es da wirklich eine Abwechslung gibt zwischen neues Lernen, Vertiefen, soziale Fähigkeiten weiterentwickeln. Ich finde auch ganz wichtig, dass wir inklusiv lernen, also dass auch Kinder, die eine Behinderung haben, bessere Bildungschancen haben. Und dann gehört zum guten Ganztag aber auch, dass es ausreichend Freizeitmöglichkeiten gibt. Also weil es ist ja auch so, dass Kinder, die in einer wohlhabenden Familie aufwachsen, es leichter haben, einen Sport zu betreiben oder ein Instrument zu lernen. Und auch das gehört dazu, wenn man ja, zum guten Aufwachsen, zum sich weiterentwickeln. Ja, ich würde vielleicht direkt anschließen, weil ich glaube, was du gerade auch aufgezählt hast, sind diese gesellschaftlichen Sachen, dieses soziale Miteinander, weil was natürlich viele mal missverstehen ist, dass Schule nur der Bereich ist, die Gedichtsanalyse, das Einmaleins, aber Schule ist natürlich ein Riesenbereich und ich glaube, wenn es um Chancengerechtigkeit geht und auch die Frage, wie kriegen wir alle irgendwie zusammen, dass alle auch wirklich auf demselben Weg gehen, dann müssen wir das uns größer anschauen, weil das ist ganz banale Sachen, wenn wir zum Beispiel uns die Pause vorstellen mit dem Schulessen, das ist glaube ich das Erste, wo wir schon erleben, wenn man dann eine Gemeinschaft hat, in dem Sinne, dass man sagt, es gibt ein kostenloses Schulessen, also es gibt nicht mehr die Frage, wer kann sich was leisten, weil das total absurd ist, dass in einem Land wie Deutschland gerade solche Sachen immer noch abhängig davon sind, kann ich mir das leisten. Dann ist das schon ein ganz großer Anspruch, wenn alle gemeinsam in dieselbe Mensa gehen, sich an denselben Tisch setzen, das eine Kind nicht eben die Angst haben muss oder die Sorge, weil er sich das eben nicht leisten kann, beziehungsweise seine Familie. Das ist so das ganz Große. Und ich glaube, dass wir dann, und das ist der große Anfang, dass wir Schule eben nicht nur als Ort des Lernens sehen, sondern einfach Schule des Lebens. Und dann müssen wir auch genau diese Sachen ausbauen. Und dann sind wir an dem Punkt hoffentlich relativ bald, gar nicht nur mit Geld, sondern das ist auch das grundsätzliche Verständnis für Schule, dass wir so weit hoffentlich irgendwann kommen, dass wir sagen, es sind alle auf demselben Weg und es verstehen sich auch alle als eine Gemeinschaft. Was sagt deine Glaskugel, Serpil? Ja, meine Glaskugel sagt, dass wir ja überhaupt gar kein Erkenntnisdefizit haben und im Grunde genommen die Probleme schon seit Jahren sehen. Und wo meine Geduld wirklich am Ende ist, dass die Kommune aufs Land zeigt und das Land auf den Bund zeigt und der Bund wieder aufs Land zeigt und das Land wieder auf die Kommunen zeigt. Ganz egal, das ist mir sowas von scheißegal als Mutter und auch als Schülerin. Ich will tatsächlich diese Chancen diesen Kindern ermöglichen. Und deswegen brauche ich es, deswegen bin ich so dankbar, dass auch wieder unsere Sozialdemokratin Christine, Franziska, aber auch Saskia ganz klar gesagt haben, es braucht noch mal zusätzliches Geld. Wir haben es jetzt mit Corona begründet, diese 2 Milliarden, dieses Aufholpaket. Aber letztendlich brauchen wir dieses dauerhaft, weil machen wir uns nichts vor. Es ist nun mal so, dass in armen Städten da leben dann auch die armen Menschen. Und eine arme Stadt kann nicht so viel in die, gerade was den Bildungsbereich angeht, dort investieren. Das sind ja oftmals ja auch kommunale Träger, die dabei sind. Deswegen ist es so wichtig, dass was Olaf und Norbert schon seit Jahren ja vorantreiben, dass die Kommunen hier tatsächlich auch endlich mal entlastet werden auf der einen Seite, aber auch noch mal mehr Unterstützung bekommen auf der anderen Seite. So, das ist das eine. Und arme Kinder gibt es, weil es arme Eltern gibt. Ne, also das heißt der Mindestlohn, es ist wirklich tatsächlich alles voneinander abhängig. Wir müssen hier ganz viele Schritte gemeinsam gehen, zusammengehen, weil wir haben hier super kompetente sozusagen ja auch Fachkräfte mit Magdalena, ja auch, die ja genau sieht, was sie braucht. Ne? Geht zu Magdalena, fragt sie, was brauchst du? Und dann sagt sie, das ist das und das und das und dann müssen wir das liefern. Ganz einfach, es gibt keine Ausreden mehr in diesem Land. Wir wissen alle, woran es hakt, wir wissen alle, was nicht funktioniert. Und jetzt braucht es jemanden wie Olaf Scholz, der einen Plan hat. Und er sagt, hier ist der Plan, hier ist die Umsetzung und wir alle gemeinsam setzen das vor Ort um.
Dankeschön. Ihr habt auch schon ganz schön aufgemacht, dass es ja um mehr geht, als nur in der Schule zu sitzen oder in der Bildungseinrichtung zu sein, sondern auch Freizeitmöglichkeiten, kostenloses Essen. Da haben wir einen ganz konkreten Vorschlag noch, gehört ja auch dazu, wie kommt man denn zur Schule oder zur Bildungseinrichtung? Und Friedhelm fragt, ist es angedacht, den ÖPNV, also den öffentlichen Nahverkehr, für alle Kinder und Jugendlichen kostenlos anzubieten? Ist das angedacht und warum wäre das eine gute Idee, wenn du schon Ja sagst? Also die Antwort kann man ganz knapp mit Ja beantworten. Also wir wollen für alle Kinder und Jugendlichen einen kostenlosen ÖPNV und wir wollen langfristig das eigentlich auch für alle Menschen, weil Mobilität ist einfach, ja, ist aktuell total geldbeutelabhängig und das müssen wir ändern und deswegen können wir so zum einen die Leute von A nach B bringen, wenn wir den ÖPNV ausbauen und kostenfrei machen. Und zum anderen tun wir auch noch was Gutes fürs Klima, weil die Leute nicht mehr mit dem eigenen Auto oder so fahren müssen. Und natürlich ist das jetzt vor allem für Kinder und Jugendliche, wenn wir jetzt den ÖPNV kostenlos machen, ein Vorteil. Sie können besser zu ihren Freizeiteinrichtungen kommen, aber auch die Kinder, die ab der 10. Klasse, zumindest bei uns in Bayern, noch selbst für den Schulweg zahlen müssen, die werden natürlich ganz massiv entlastet. Vielleicht noch kleine Ergänzung, weil ich glaube, dass auch immer ganz wichtig ist, auch gerade wenn es um Gerechtigkeit geht, so Sachen wie ÖPNV, aber auch Klassenfahrten und sowas. Es gibt natürlich die Projekte, wo Gelder unterstützt werden, also wo Familien unterstützt werden, die das sich nicht leisten können. Aber, und das ist der große Punkt, wo ich glaube, den wir umgehen können, wenn wir auf kostenlos gehen, die Hemmschwelle ist natürlich riesig, weil das natürlich auch ein gesellschaftliches Ding ist. Es ist auch immer die Frage, wie in der Lage ist man überhaupt, solche Formulare auszufüllen. Es gibt da viele, die sind da gar nicht in der Lage, diese Formulare auszufüllen. Das Geld ist zwar da und damit sagen auch immer viele, auch konservative Menschen, die sagen, naja, aber die Unterstützung ist ja da. Aber muss sich jeder mal in diese Situation überlegen, es ist einfach ein großer Weg und ein großer Schritt. Und ich glaube, dass wir, wenn wir wirklich in kostenlose Modelle gehen, wir ein gemeinschaftlicheres Gefühl haben, wir ersparen uns ganz, ganz viel Bürokratie, was ja auch ein Sinn sein sollte in einer guten Politik, die zukunftsorientiert ist. Und ich glaube, dass das wirklich der Kernpunkt für alles ist. Die Projekte brauchen wir gar nicht. Wir müssen einfach nur schauen, dass es eine ebenartige, kostenlose Bildung gibt für viele Menschen. Und dann haben wir wirklich vieles geschafft. Wir kommen zur Abschlussrunde. So schnell geht das. Serpil, ich würde dich bitten anzufangen. Was ist die Schlagzeile, die du lesen möchtest, wenn Olaf Scholz Bundeskanzler ist? Ja, dass wir auf jeden Fall das neue Kindergeld einführen und gar nicht erst nach 100 Tagen, sondern schon zack nach 10 Tagen. Ein bisschen Umsetzungszeit braucht Olaf dann natürlich dann auch wenn er mal sehr schnell ist. Genau, dass wir das wirklich geschafft haben, dass man dass Armut auch nicht mehr sichtbar ist in Deutschland. Ne? Das können sich ja viele gar nicht vorstellen. Es reicht, und das hat Dario vorhin ja auch gesagt, es reicht sozusagen der Blick in die Brotdose. Dann weißt du genau, welche Chancen diese Kinder tatsächlich haben, weil Armut ist wirklich sichtbar in Deutschland und viele, viele Kinder haben noch nicht mal eine Brotdose. Das heißt also hier wirklich alle Kinder aus der Armut holen, ihnen alle die gleichen Chancen geben. Und ich würde auch allen empfehlen, tatsächlich dann auch mal gerade in diese Einrichtung zu gehen und diese leuchtenden, neugierigen Augen von diesen Kindern auch sich anzuschauen. Und jedes Kind verdient es einfach, genau die Chancen zu bekommen, damit es tatsächlich in einem selbstbestimmten und einem gerechten Land dann auch aufwachsen kann. Und das wäre echt tatsächlich ein wahr gewordener Traum für mich. Dankeschön. Dario, deine Zukunftsmaßnahme. Ich glaube, es wäre eine Bildschlagzeile und sie wäre, Statistiker sind völlig überfordert, weil sie nicht mehr in der ersten Klasse berechnen können, wo der Bildungsweg eines jungen Menschen hingeht. Weil ich glaube, tatsächlich, das muss der Knackpunkt sein. Weil ich habe in Sozialwissenschaften sozusagen auch schon gelernt, dass man wirklich mehr oder weniger errechnen kann, wo geht der Bildungsweg hin. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass wenn es um Bildung und junge Menschen geht, dass jeder individuell gefördert wird und man eben nicht in der ersten Klasse schon weiß, was macht er für einen Abschluss, was ist sein Weg, sondern dass es wirklich darum geht, wie können wir diesen Menschen individuell fördern, wie können wir fordern und fördern, gemeinsam schaffen, wie können wir auch entlasten. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir einfach junge Talente fördern, weil ich glaube, dass in jedem etwas steckt und in dem aktuellen System kommt das leider viel zu selten zum Vorschein und das sollte das Ziel für alles sein in der Bildungspolitik. Danke, Dario. Magdalena, dein Abschlussstatement. Ja, ihr habt jetzt natürlich schon gute Schlagzeilen vorgeliefert. Ich nehme jetzt mal die Schlagzeile, die 2025 in der Zeitung stehen soll. Da sollte nämlich stehen, Deutschlands Kinder glücklich wie nie. Und wie schaffen wir das? Da schaffen wir zum einen die Kinderarmut ab durch einen höheren Mindestlohn, die neue Kindergrundsicherung, das BürgerInnengeld. Und wir statten Schulen einfach und Kitas so gut aus, dass auch alle Kinder da einen Lebensraum haben, da gut gefördert werden können und so einfach die Zufriedenheit der Kinder massiv steigt. Vielen Dank.
Vielen Dank euch drei für diesen Future Talk. Damit haben wir alle vier Future Talks erledigt. Wir sind in alle vier Themen reingetaucht und hatten hier die jungen Kandidierenden, hatten Mitglieder aus dem Parteivorstand und auch Themenexpertinnen und Experten. Und wir haben gesehen, alles hängt zusammen und eine große Herausforderung steht vor uns. Aber auch ein großes Zukunftsprogramm der SPD ist da.